Wer dieses Bauwerk sieht, hat die üblichen Reisewege Frankreichs verlassen. Die Valentré-Brücke ist das Wahrzeichen von Cahors, der Hauptstadt der Region Quercy. Die Brücke soll im 14. Jahrhundert durch einen Pakt mit dem Teufel entstanden sein. Wenn ja, dann kann der Teufel stolz darauf sein, denn bis heute ist die Brücke das schönste Wasserbauwerk in ganz Frankreich. Cahors liegt im Süden Frankreichs, nicht weit von den Pyrenäen entfernt, ist also eine durchweg mediterran wirkende Stadt. Gegenüber Aix oder Avignon hat Cahors allerdings einen erheblichen Vorteil. Die Stadt ist, ebenso wie die Landschaft drumherum, immer noch ein touristischer Geheimtipp. Den Freunden französischer Weine ist Cahors ein Begriff. Wer hier in der Markthalle Wein einkaufen will, muss eine Preisvorstellung haben. Ab 3,50 Euro geht es nach oben fast grenzenlos weiter, was Winzer Richard Hubert zu rechtfertigen weiß. Der kalkhaltige Boden gehe eine einzigartige Geschmacksverbindung mit den Reben ein. Wenn wir gerade bei den Geheimtipps sind. Das Gebiet im Oberlauf des Flusses Lot lernt man am besten in einem Hausboot kennen. Das Revier ist nur wenig befahren. Vom Fluss aus ist die Landschaft aber am besten zu sehen. Die beste Jahreszeit: Frühling, Spätsommer und am allerschönsten Herbst. Eine Eigenheit der schleusenregulierten Flussfahrt auf der Lot muss erwähnt werden. Es gibt zwischen den Eckpunkten Duel und Saint-Cirq-la-Poupie nur eine automatische Schleuse. Die ist besonders malerisch und auch mit dem Auto oder auf der Wanderung leicht zu erreichen. Schlüssel rumdrehen und fertig. Die Wasserstandsregulierung passiert danach automatisch. Ansonsten ist die Fahrt auf der Lot ein mitunter schweißtreibendes Unterfangen. In alle anderen Schleusen muss man nämlich das Wasser selbst zu- und ablaufen lassen, die Tore mit der Drehkurbel öffnen und schließen. Trotz der Kurbelei in 17 Schleusen ist die Landschaft gerade an den Schleusen am schönsten. Also unbedingt Zeit lassen und nicht nur auf das im Übrigen sehr einfache Schleusen konzentrieren. Frühmorgens ist die Welt auch hier in Quercy am schönsten. Kurz hinter Boussy setzt das Lottal der bisher schon malerischen Landschaft die Krönung auf. Das Tal wird enger, die Berge der Cevennen reichen bis an den Fluss heran. In die steil abfallenden Kalkfelsen haben zu alten Zeiten die Flöße einen Trailweg geschlagen. Der ist heute Wanderweg zwischen Boussy und Saint-Cirq. Und was für einer! Einheimische Künstler haben in die Felsen Symbole für Fluss, Berge und Landschaft verewigt. Eine belgische Wandergruppe kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Ola, du, peut-être? Eigentlich gefällt uns hier alles. Aber was Besonderes? Naja, Belgien ist flach. Hier können wir schon ein wenig klettern beim Wandern. Ici, on peut grimper un peu. Und alles ist anders. Viele Wälder, viel Natur. Womit allerdings noch nicht alles erwähnt wäre, wofür es sich lohnt, mehr als 9 Stunden aus Deutschland anzufahren. Hier kann man Geschichte erleben. Hier sieht es noch so aus wie im Mittelalter. Saint-Cirq-la-Poupie, das Dorf hoch oben auf dem Felsen, wirbt mit dem Prädikat schönstes Dorf Frankreichs. Ganz nüchtern analysieren die Einheimischen, dass es das Dorf so unversehrt nur deshalb gibt, weil es kein Heer und keine Potentaten gab, die hier durchzogen, um es zu zerstören. 12 verschiedene Künstler können in Saint-Cirq bei der Arbeit beobachtet werden. Ihre Kunst und ihr Handwerk ist natürlich nicht nur an der Kulisse des mittelalterlichen Dorfes orientiert, aber althergebracht muss es schon sein. Patrick Vinet hat vor 25 Jahren den Betrieb des Holzdrehers von seinem Vater übernommen. Und er werkelte in Saint-Cirq schon in der 5. Generation im gleichen Metier.
ça fait 20 ans que j'ai repris l'affaire de mon père. Nichts hat sich in den vielen Generationen verändert. Holzkunst verkauft sich heute genauso gut wie früher. Hier gibt es keine Probleme. Das Mittelalter lebt wohl immer noch. Hier in Saint-Cirq und im Tal der Lot, abseits der üblichen Reisewege durch Frankreich. Tja, da kann man noch mal hinfahren, oder? Tolle Bilder.